Hallo und ich grüße euch zu meiner Serie. Herzlich willkommen. Tech-Aktien-Check, ja. Hier haben wir mal die Microsoft, den Graphen. Und würde ich vorschlagen, gehen wir doch gleich mal auf, denn wir machen ja hier quasi langfristigere Betrachtungsanalysen und Betrachtungssichtweisen hier. Ein hervorragender Chart. Ich meine, man sieht mal hier. Die letzten 5 Jahre Rückblick und 10 Jahre, Entschuldigung, 10 Jahre, wie letztendlich hier der Graph steil bergauf geht. Und wir betrachten jetzt mal, wenn wir zum Beispiel hier die 5 Jahre wieder sehen, dann sehen wir es ein bisschen besser. Wie ist denn hier, was ist denn hier passiert in unserer 25-prozentigen Korrekturphase im Dezember 2018? Ja. Interessiert den Graphen gar nicht. Ja, schon auf dem 5 Jahres, auf einer 5 Jahres-Sicht ist es ja so eine ganz kleine Dulle, und auf einer 10 Jahres-Sicht ist es gar nicht mehr existent. Und das spricht doch ziemlich für sich. Ja, also gut, man sieht es ein bisschen, aber das sind von ein, das ist so ja, von 100, 5, 110 Euro auf ja, irgendwas 98, also das sind nicht mal 10% gewesen, und das sind halt eben doch schon ziemlich wichtige Indizien für derartige Aktien. Ja, also wenn du hier mal schaust, ja, die riesige Finanzkrise 2008, ja, was hat das jetzt, das hat die Aktie kaum gejuckt, ja. Also da ging die Aktie hier mal, ja gut, ging hier natürlich auch mit runter, ja, aber auf gar keinen Fall auf null, ja. Und auch nicht 90% minus, ja. So wie vielleicht, wie das vielleicht bei manchen anderen Aktien der Fall war. Und wenn wir uns jetzt nochmal hier anschauen, was denn letztendlich hier der Grund auch dafür ist, wenn wir müssen ja fair hier eine faire Analyse machen, ja, auch im Vergleich zu zum Beispiel, wir hatten ja letztes Mal die Aktie Cisco Systems im Tech-Check, ja, Tech-Aktien-Check. Und dort haben wir ja auch fairerweise, sind wir auch zurückgegangen 20 Jahre, ja, bis 2000. Und da sieht der Graph doch etwas anders aus. Also wir sehen hier natürlich auch diese mehr oder weniger Seitwärtsphase von Jahr 2000 bis, ja, man könnte sagen, bis 2000, ja, 14 sowas. Und dann ging es eigentlich so richtig erst los, so 2014, 2015. Dann eben stetig steigend, und eben mit den letzten Jahren hat sich das Ding einfach nochmal hier gut verdreifacht. Und was ich doch sehr wichtig und sehr unterschiedlich finde, und warum ich auch in Microsoft, kannst du gleich dazu sagen, Microsoft investiert bin und in Cisco eben nicht, ist doch, dass wir bei Cisco, das damals sehr gehypt worden war in der 2000, der Dotcom-Blase. Und bei Microsoft, die natürlich jetzt, sagen wir mal, dreimal mehr wert ist wie damals in dem höchsten Punkt der Dotcom-Blase sozusagen. Ja. Und das ist ja genau das umgekehrte Bild. Und das gefällt einfach einem Investor, einem langfristigen Investor, wesentlich besser. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Fakten hier an. Wir haben hier natürlich, ja, wir haben hier natürlich Eigenkapitalquote, wir haben Bruttorendite, Umsatz, ja, KGV bei 31. Das ist meiner Meinung nach für so eine Aktie gar nicht mal so hoch. Ja. Also ich glaube, der Durchschnitts-KGV bei den wirklich guten Tech-Aktien liegt irgendwo bei 25 oder sowas. Ja. Also von daher ist es gar nicht so schlecht. Und wir haben sogar eine Dividende von 1,21%. Das ist jetzt nicht die Welt, aber man muss dazu sagen, dass die viel Geld, was sie verdienen, eben nicht ausschütten, und sondern einfach reinvestieren. Und das natürlich letztendlich auch der Vorteil davon ist, wenn eine Aktie
eben weniger Geld ausschüttet, ja, das du ja auch sofort versteuern musst, das ist ja der große Nachteil. Ich finde die Dividenden sehr nett, aber die Frage stellt sich halt, ein bisschen Dividende und dafür Kursverdreifachungen in den letzten 3 Jahren oder ein paar Prozent mehr Dividende und halt eine Seitwärtsrange. Also das ist halt unterschiedliche Aktien, unterschiedliche Strategien. Und man sollte einfach möglichst genug Geld haben, um halt von jedem etwas zu machen, ne? Also das Prinzip aufteilen sein Geld, ja, das ist immer das Allerwichtigste dabei, egal was man macht. Ja. Wir können jetzt mal hier kurz noch ein paar Daten dazu reinziehen. Also was macht jetzt die Microsoft-Aktie so besonders? Was gibt die Microsoft-Aktie einen absoluten Burggraben? Ja? Wir können davon ausgehen, dass wir über 90% aller PCs, aller Computer auf der kompletten Erde, ja, also ich rede jetzt hier nicht von irgendeiner Wirtschaftszone vom Westen, vom Osten, vom China, ja, China spielt in vielen Branchen eine Sonderrolle, ja, China hat halt kein Facebook, hat halt kein Amazon, die haben halt ihr eigenes Alibaba, die haben ihr eigenes Tencent und so weiter. Microsoft. Alle Chinesen nutzen Microsoft. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Größenordnung. Ja. Mich persönlich wundert, dass die Aktie nicht schon längst 1000 Euro wert ist. Ja. Also das ist meine ganz, ganz persönliche Betrachtung und Meinung dazu. Ja. Was man auch betrachten sollte, ist, dass die Microsoft natürlich viel gutes Geld verdienen und alles. Und aber ganz viel auch reinvestieren in, ja, in diese Trends, die immer das ausmachen, was sozusagen zukunftsträchtig, also eine Aktie mit Perspektive dann ist. Ja? Das heißt, wenn eine Aktie oder ein Unternehmen jetzt im Moment Geld verdient, das ist schon mal schön, das ist nett. Ja? Aber du musst auch schauen, okay, was macht ein Unternehmen, dessen Aktie ich kaufen möchte, für die Zukunft. Ja, was machen die, damit die aber eben auch noch in 3, 5, 10 Jahren rentabel sind, ja, und möglichst viel eben in den bestehenden und zukünftigen Trends abschöpfen. Ja. Und da hätten wir zum Beispiel das Cloud-Geschäft mit Azure. Ja. Ist eine Konkurrenz zu Google in gewisser Hinsicht auch, aber hauptsächlich zu Amazon mit dem AWS. Ist eine Konkurrenz zu vielen kleinen Anbietern, zum Beispiel hier im deutschsprachigen Raum. Aber global gesehen haben die halt den Marktzugang und das sollte man nicht vergessen. Also das heißt, wenn jetzt eine Amazon oder eine, ja auch Google oder sonst irgendeine andere Firma da in dieses so mittelklassige, also mittelschichtige, das heißt Unternehmen von 10 Mitarbeitern bis 5000 Mitarbeitern, ja, in diesen Markt rein wollen. In dieses Cloud-Geschäft oder mit einer Vision in das ERP-Geschäft, also Software, ins Collaboration-Software-Geschäft. Collaboration-Software ist sowas wie SharePoint, ne? Also wie kann ich meine Daten teilen, Teams, ja, wie kann ich kommunizieren intern, wie kann ich Kommunikationswege effizienter, transparenter gestalten, etc. etc. Wenn ich all diese zusätzlichen Services und Produkte Office 365 etc. Cloud Applications im Markt platzieren will, dann ist es doch um vieles leichter, und ich telefoniere täglich mit IT-Leitern und so weiter, ja, ist es um vieles leichter, diese zu platzieren, wenn es doch bereits Kunden sind, wenn die schon Produkte von mir haben. Und alle haben Office. Alle haben Microsoft, alle haben Betriebssystem. Microsoft, habe ich ja gerade eben gesagt, über 10%. Über 90% sämtlicher PCs sind mit Microsoft bespielt. Ja? Und dadurch, dass die alle schon wissen, was Microsoft ist, ja, ich muss denen nicht erst erklären, was ist Microsoft. Ja? Ich muss denen nicht erst gegebenenfalls einen Ansprechpartner vorstellen, der sie dann mit Microsoft-Produkten betreut. Den haben sie schon. Ja? Jetzt verkauft halt der gleiche Betreuer dann auch noch andere Produkte.
All diese Vorteile und zudem auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich auch immer persönliches Feedback erhalte aus dem Markt, kannst du aber auch gerne nachlesen. Je nachdem, wen du mehr glaubst, ja, irgendwelche anonymen, also irgendwelche Analysten aus dem Internet, die du halt persönlich gar nicht kennst, oder halt, wenn du halt direkt mit Leuten sprichst in der Branche, oder beides zusammen. Auf jeden Fall ist das, ja, wie soll ich sagen, eine Aktie, die man gut und gerne immer wieder nachkaufen kann, ja. Und ich gehe davon aus, dass es mal wieder ein kleines Korrektürchen gibt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Chart. Und wie sieht es dann aus? Ne? Also wir sind jetzt hier oben 150 und was hatten wir denn hier in dem Korrektur von 108 auf 93? Ne? Tja, dann ist mir das auch egal, wohin die Korrektur geht, ja, meinetwegen, wenn die bis zu 100 Euro runtergehen würde, ja, wenn jetzt irgendwie ein größerer Crash kommt oder sowas, ne, naja, dann habe ich da eben eine Kauforder, wenn du einen guten Broker hast, ja, dann kannst du da sogar ein Abstauberlimit setzen, dass du automatisch quasi bei fallenden Kursen die Aktie nachkaufst, Punkt, ne, und verbilligst und dann geht das Ding. Dann hast du einfach zusätzliche Stücke und auf eine Sicht von, was weiß ich, 10 Jahren, die Aktie übersteht jeden Crash. Ja? Und das ist ja das, was wir letztendlich als Fundament in unserem für finanzielle Freiheit und so weiter in unserem Depot wollen, in unseren Beständen. Ja? Du bist so gesehen auch von der Geldentwertung, falls es tatsächlich kommen sollte, also wenn es wirklich hart auf hart kommt und der Euro bricht auseinander, ne? Und du hast Microsoft-Aktien. Die Microsoft-Aktien werden nicht wertlos. Ja? Selbst wenn der Euro wertlos werden würde, was ich persönlich nicht weiß, schwer vorzustellen, aber eine Microsoft-Aktie, ja, die gehörte dann immer noch. Ja? Welcher Preis dann bei einer Krise oder beim Crash oder bei einer Korrektur dann da draufsteht, I don't know. Ja, aber ich denke, Glaskugel hat natürlich keiner. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall eine von den Top-Aktien ist. Und wo du, also mich persönlich, ja, habe keine Probleme. Ja, hier bis zu 10% meines Portfolios nur in dieser einen Aktie hier immer mehr oder weniger konstant zu halten. Ja, ja, okay, das soll es gewesen sein für diesen Tech-Check und ja, ich hoffe, es hat dir irgendwie, wenn du, insbesondere wenn du Anfänger bist oder Neuling, dann sind solche Aktien, denke ich mal, doch recht interessant wahrscheinlich. Ne? Ich mache hier natürlich keine Kaufempfehlungen. Den Disclaimer habe ich dir am Anfang auch eingeblendet. Den Disclaimer findest du auch bei mir auf der Homepage. Mission Millionär im Impressum. Den Disclaimer findest du auch nochmal hier unten in der Description Box von YouTube. Also überall hast du den Disclaimer. Und ich bin da investiert. Und jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. Und mir geht es einfach darum, Leute ein bisschen aufzuwecken, die sie ein bisschen vor sich dahin schlafen und einfach die Gelegenheiten ihres Lebens verpassen, indem sie sich überhaupt gar nicht mit dem Thema befassen, Aktien. Ja? Und es ist besser, du befasst dich mit dem Thema so früh wie möglich, denn irgendwann wirst du auch mal irgendwie einen Fehler machen oder mal in die Scheiße langen oder irgend sowas. Ja? Natürlich möglichst nicht. Aber desto früher du Fehler machst und desto schneller du aus den Fehlern lernst, desto reicher bist du am Ende deines Lebens, ja? Oder hoffentlich schon, wenn du an die 40 bist, ja? Also, ich gehe jetzt auch schon langsam auf die 35 zu, ne? Und ich weiß, von was ich rede, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, Daumen hoch und abonnier den Kanal, wenn du Bock hast auf mehr Tech-Aktien. Und besonders wenn du Neuling bist oder Beginner und hast irgendwelche Fragen, dann einfach in die Kommentare reinhauen. Ich versuche dir einfach irgendwie zu helfen, soweit ich das kann. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Ciao, ciao.